Ein spektakuläres Rahmenprogramm wurde den zahlreichen Besuchern bei der Eröffnungsfeier der neuen Polizeiinspektion Steiertal im Grünburger Ortsteil Leonstein geboten. Spannend und turbulent waren die Vorführungen mit den Polizeidiensthunden und ihren Betreuern. Dabei galt es auch, den einen oder anderen vermeintlichen Gauner aufzuspüren und ihn zu stellen. Die vierbeinigen Polizeihelfer meisterten all ihre Aufgaben mit Bravour und großem Eifer. Einen eigenen Erlebnisbereich gab es für die Kinder. Zwei Beamtinnen hatten eine spezielle Abteilung der Kinderpolizei eingerichtet. Hier wurden Fingerabdrücke genommen, ein Polizeifahrzeug gebastelt und geduldig die vielen Fragen rund um den Polizeidienst beantwortet. Die offizielle Eröffnungsfeier fand im Feuerwehrhaus Leonstein statt, musikalisch umrahmt von der Polizeimusik Oberösterreich. Zur Eröffnung waren auch Vertreter aller Blaulichtorganisationen sowie zahlreiche prominente Ehrengäste ins Steiertal gekommen. Unter ihnen auch Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsel und Bezirkspolizeikommandant Franz Seebacher. Allen voran der neue Innenminister Wolfgang Sobotka. Die Polizeiarbeit hat sich im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte enorm gewandelt. Früher war der Polizist auch schon einfach mit seiner Uniform schon eine Respektsperson. Heute braucht es die Persönlichkeit noch dazu. Es braucht natürlich auch viel Feingefühl zu vermitteln. Es braucht manchmal einen Mediator zu sein. Es braucht manchmal einer, der auch wirklich mit der Strenge auftritt, das nächste Mal wieder einer zu sein, der wie fast ein Coach arbeitet. Die Polizistinnen und Polizisten haben auch in der Kriminalpolizei und viele machen ja auch im kriminalpolizeilichen Dienst ihre Arbeit wirklich ein derartig breites Aufgabenspektrum, dass nur die Besten auch die Ausbildung schaffen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass von 8 Kandidaten, die zur Prüfung antreten, um den Polizeilehrgang, um die Polizeilehrgänge und die Polizeiausbildung zu schaffen, nur einer genommen wird, dann sieht man auch, wie streng das Auswahlverfahren ist. Du musst körperlich fit sein, du musst geistig fit sein und du musst auch wirklich die Fähigkeit der Kommunikation haben. Und ich denke, dass wir insgesamt, was die Infrastruktur unserer Polizei Dienststellen anlangt, eine gute Entwicklung haben. Und es war hier eine ganz Besonderheit, dass man für das Steiertal, das mittlere Steiertal, eine neue Dienststelle geschaffen hat, die alle Stickerln spürt, würde man sagen. Ich denke, dass die Infrastruktur passen muss, damit die Polizistinnen und Polizisten ihre exzellente Arbeit wirklich auch gut arbeiten und abarbeiten können. Und ich denke, das, was hier geschaffen wurde, gibt den Polizisten die Möglichkeit, sich wirklich auf den Dienst zu konzentrieren. Auf der anderen Seite haben sie einen guten Kontakt mit der Bevölkerung und da eingebettet auch in den Ortsteil Leonstein. Dass auch Frauen im Polizeidienst tätig sind, ist in vielen Fällen von großem Vorteil. Es ist ganz wesentlich, nicht nur, dass man Frauen dabei hat, die also auch die Arbeit hervorragend leisten und gerade in so schwierigen Situationen auch etwas einbringen, was ganz notwendig ist. Was mir eher Sorge macht, dass manche, auch in unserer Gesellschaft, Frauen noch mit einem mangelnden Respekt entgegentreten. Und da müssen wir alle dementsprechend wachsam sein, dass es nicht passiert. Ein besonderes Ereignis war der Einsatz des Polizeihubschraubers. Für die Gäste wurde eine spannende Rettungsaktion, wie sie in der Praxis leider oftmals vorkommt, nachgestellt. Bei dieser realitätsnahen Übung musste eine Person mittels Seilwinde vom schwebenden Hubschrauber aus über den Luftweg von einem hohen Siloturm geborgen werden. Viel Freude mit der neuen Dienststelle haben neben den hier tätigen Polizeibeamten auch deren Leiter Ewald Capella. Es ist ein großer Tag für uns. Zurückblickend auf 160 Jahre Gendarmerie und Polizei da im Steiertal, von den Dienststellen Grünburg und der Dienststelle Mollen. Es gab da eine Zusammenlegung und heute haben wir unsere neue Dienststelle eröffnet, die Dienststelle Steiertal, wo wir auch stolz sind auf den Namen. Dieser Name bezeichnet aber nicht nur einen Ort, sondern ein ganzes Gebiet, ein Tal. Und wir haben heute eröffnet und seit 1. April sind wir in dieser neuen Dienststelle. Mit dieser neuen Dienststelle, in der die beiden Polizeiinspektionen Grünburg und Mollen zusammengelegt wurden, wurde ein sichtbares Zeichen für die Sicherheit im Bezirk und ganz speziell im Steiertal geschaffen.
Ein großer Tag für Steyrtal und ganz wichtig für die Sicherheit in unserem Bezirk. Gott sei Dank ist es gelungen, dass wir jetzt mit dieser Dienststelle perfekt aufgestellt sind. Im Süden mit Windischgarsten, im Zentralraum haben wir Kirchdorf, dann hier im Steyrtal eben diese neue Dienststelle und im Norden Pettenbach und Kremsmünster. Dazu kommt noch die Autobahnpolizei. Also ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir so ausgestattet sind, und wir können uns auch glücklich schätzen, dass wir so engagierte Polizistinnen und Polizisten haben im Bezirk. Daher ist der Bezirk auch einer der sichersten in Oberösterreich und möchte mich da wirklich sehr, sehr herzlich bedanken bei denen, die diese Dienststelle ermöglicht haben, aber bei den Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich Dienst versehen. Zu den Aufgaben der neuen Polizeiinspektion Steyrtal gehört unter anderem auch die Betreuung eines relativ großen Einzugsgebietes. Wir betreuen ca. 280 Quadratkilometer. Das beginnt in Grönburg. Geht dann bis Steyr-Durchbruch. Dann haben wir das Gebiet Mohlen dabei, Steinbach an der Steyr. Wir haben dann dabei auf der linken Seite weiter noch bis fast runter nach Pankrat, also Breitenau, Ramsau, also das ist ein riesiges Gebiet. Wir sind personell jetzt sehr gut aufgestellt. Wir haben eine 15-Mann-Dienststelle, zurzeit nur 14, aber wir werden wahrscheinlich auf 15 aufgewertet, aber das passt, und wir sind schlagkräftig. Wir können jetzt mit eigenem Verkehrsdienst arbeiten, wir haben eigene Kriminaldienste, also wir sind sehr, sehr schlagkräftig.